Hey Leute, willkommen zur dieswöchigen Testserver-Session. Dieses Mal geht es um ein ganz großes Thema, um die sogenannten Rebalances. Das solltet ihr vielleicht schon in den sozialen Medien mitbekommen haben. Das wird ja auf Facebook zum Beispiel rauf und runter diskutiert. Es wird mit dem Update 4.3 massive Änderungen an nahezu allen Waffen und an sehr vielen Robotern geben. Und diese wurden seitens Pixonic in einem Dokument, das veröffentlicht wurde, schon vorgestellt. Ihr findet den Link zu diesem Dokument auch in der Beschreibung unten, sodass ihr euch da selbst noch ein Bild machen könnt, weil es macht an dieser Stelle keinen Sinn, die ganzen Zahlen runterzurattern. Das würde euch nicht interessieren, das könnt ihr selbst nachlesen. Ich erzähle nur was zu den markantesten Änderungen, sprich zu den Waffen und den Bots, die am stärksten verändert werden sollen. Und die habe ich natürlich auch in meiner diesmal beiden Hangar reingenommen. Einfach deswegen, ich werde jetzt nicht mehr allzu viel sagen. Ich werde lieber zwei Kämpfe machen und eben die Bots und Waffen mit den stärksten Veränderungen zeigen. Deswegen ganz schnell durch die Line-in Setups und ab in die beiden Kämpfe. Der Pursuer hat sich erstmal nicht geändert, aber der kann halt drei leichte Waffenplätze. Die Halo hat sich verändert, sie ist stärker geworden, die Magnum auch. Deswegen die beiden Waffen auf dem Pursuer. Der Mender hat sich auch nur dahingehend verändert, dass er stärker geworden ist, also er hält mehr aus. Die Scourge ist stärker geworden, die habe ich zweimal draufgepackt und auch die Pulsar wird stärker werden. Deswegen hier auf dem Bot. Der Spectre erfährt eine Veränderung ins Negative. Sein Stealth wird kürzer von 5 auf 2, also der Stealth nach der Landung. Und er ist auch viel schwächer als vorher. Er hat weniger Lebenspunkte und ist langsamer. Also den hat es wirklich hart getroffen. Dafür habe ich ihn mit zwei verschiedenen Waffen ausgestattet, die beide stärker sind heute oder auch vielleicht werden in Zukunft. Die Corona und die Storm. Der Bulgazari erfährt genau wie das Spectre einen Downgrade. Sein Füßeschild wird um fast 100.000 Punkte reduziert und auch seine Lebenspunkte werden reduziert. Genauso wie die Shock Train, die er trägt. Die bekommt weniger Schaden und auch die Reichweite der Kette, also das Second Hit, wird verringert von 150 auf 100 Meter. Der Bulwark hingegen wird wieder stärker gemacht. In allen Punkten, das Aegis-Schild, sein Physisch-Schild und er selbst bekommen mehr Lebenspunkte. Die Dragoons werden ebenfalls stärker. So, jetzt noch der zweite Hangar. Da seht ihr den Bot mit den massivsten Veränderungen, deswegen eigentlich gleich auch viermal. Der Falcon, vielleicht erinnern sich meine regelmäßigen Zuschauer, hatte ja schon mal drei schwere Waffenplätze. Die wird er wieder bekommen. Ja, bislang ist es ja so, er hat einen schweren, den er dauerhaft nutzen kann und zwei mittlere, die er nur während seiner Fähigkeit nutzen kann. Es werden in Zukunft wieder drei werden. Deswegen habe ich ihn auch gleich viermal reingenommen, denn so kann ich euch relativ viele schwere Waffen auf einmal zeigen. Alle haben die Glory obendrauf, die wird stärker werden. Der erste Falcon hat auch die Exodus drauf, auch die wird stärker. Die Ember auf dem zweiten wird ebenfalls stärker. Der Redeemer wird stärker, hier auf dem dritten. Und schließlich auf dem vierten Falcon, die Avenger, die wird schwächer werden. Und zum Schluss habe ich noch den Wayland reingenommen. Auch der wird stärker werden, der kriegt wesentlich mehr Lebenspunkte. Und zu der Dragoon habe ich ja schon was gesagt. Die habe ich einfach nur draufgepackt, weil ich keine richtige Langstreckenwaffe benutzen werde. Jetzt habe ich es. Genau, das sind die beiden Hangar. Ich werde also mit jeweils einem Hangar einen Kampf bestreiten. Ihr werdet also zwei Kämpfe sehen. Ja, dementsprechend kann es auch schon losgehen. Da bin ich auch schon im ersten Kampf. Ich wähle mal den ersten Hangar aus, weil ich hier eine Vorherrschaft spiele und schnelle Bots brauche, also gehe ich gleich mal mit dem kleinen Pursuer rein. Erstmal schnell das kleine Leuchtfeuer hier mitnehmen, bevor es keiner tut. Und dann gehe ich mal über die linke Seite nach vorne.
Da ist ein Gegner, der sich mir nähert. Ich weiß leider noch nicht, was es ist. Oder er kann mich erstmal noch nicht sehen. Genau, jetzt seht ihr auch das zweite klitzekleine Thema des heutigen Tages. Da geht es um diesen Reichweitenindikator, der ja schon mal da war. Der zeigt euch an, wann der Gegner in Reichweite eurer Waffen ist. Ja, jetzt habe ich ihn endlich mal eingefroren und auch das Schild ist runter. So, und zack ist der Bot kaputt. Das war schon mal schön. Ach, da oben nämlich an den Nerven. Genau der Grund, warum viele die Vortex nutzen, auch die wurde wesentlich stärker gemacht. Deswegen steht dieser kleine Spectre da oben und schießt die ganze Zeit runter. Ups, etwas verrissen, Entschuldigung. Genau, also nochmal kurz zurück zu diesem Reichweitenindikator. Der zeigt euch mit diesen zwei kleinen Pfeilen links und rechts neben der Distanz des Gegners an, wann der Gegner in Reichweite einer Waffe ist. In dem Fall etwas irreführend, weil die kleine Halo hat natürlich eine höhere Reichweite als die Magnum, aber euch wird immer die größtmögliche Reichweite angezeigt. In dem Fall also die der Halo. Und ihr habt jetzt gesehen, man kann mit den Waffen durchaus mehr Schaden machen. Die Magnum würde ich trotzdem nicht empfehlen, weil die immer noch zu schwach ist. Also da haben andere Waffen, wie jetzt die Gust oder gut, die Pinata soll auch geschwächt werden, einen höheren Damage Output in kürzerer Zeit als eben die. Gehen wir mal rein. Mitten ins Getümmel. Die Spark, wie gesagt, ist wesentlich stärker gemacht worden. Die Orkan, die gerade dieser Spectre benutzt, ist dagegen massiv geschwächt worden. Und auch die Scourge auf diesem Lance ist schwächer geworden. So, erfolgreich verteidigt. Aber ich glaube, ich ditche den Bot, denn ich will euch ein bisschen was zeigen. Und der ist sowieso fast hin. Okay, also jetzt dieser extrem schwache Spectre. Dafür mit schweren, also mit stärkeren Waffen als zuvor. Ja, ich komme noch nicht durch, vielleicht kommen wir jetzt vorbei, noch nicht. Schon ihr seht, 1, 2 Sekunden und ich bin aus dem Stealth draußen, also das geht ratzfatz. Der ist eingefroren, der kommt also nicht mehr weg. Ja, aber er ist trotzdem ins Stealth gegangen. Spannend, jetzt bin ich eingefroren. Hier auch ins Stealth, dann kann er mich wenigstens nicht mehr anvisieren, weil ich nicht springen kann. Ja, ihr seht schon, die Stealth-Verkürzung, die ist schon massiv. Geht auch recht schnell, dass man dann aus dem Stealth draußen ist. Okay. Jetzt der Bulwark. Da müsste ich mich eigentlich in die Gefahr begeben, von Raketen beschossen zu werden, damit ihr seht, dass ich schon in die Knie gehe. Oder auch gut wäre natürlich irgendeine Scourge. So. Ja,
ein kleines bisschen zu früh abgedrückt, aber meine regelmäßigen Zuschauer wissen, dass ich die Waffe nicht besonders gut handeln kann, weil ich sie einfach nicht benutze. Ich habe zwar 3 aus der alten Economy und 2 aus der neuen, aber nur einen davon ein bisschen auf 10 gelevelt, mal probehalber, aber eigentlich auch nie benutzt. Ich darf nicht zu viele. Leicht für einen nehmen, sonst ist das Spiel zu schnell vorbei. So, und ihr seht, dass ich verliere wesentlich schneller Lebenspunkte. Und mein Schild ist auch ratzfatz weg. Der war jetzt nah dran. So, ich könnte noch was mitgeben und das war's dann. Ihr habt gesehen, der Bulgar ist wirklich, wirklich schwach. Also, der kann fast gar nichts mehr. Oh, da ist ein anderer Bulwark. Der sollte mal langsam aufs andere Schild umschalten. Mache ich jetzt auch. Bringt zwar gegen Raketen nichts. Aber dafür lade ich das andere Schild wieder auf. So, der ist down. Warte ich ab, bis dieser Pursuer aus dem Stealth rausgeht. Ja, der geht gerade von oben kräftig drauf. Nichtsdestotrotz sollten wir mal, ja, der Bulwark macht das, ein weiteres Leuchtfeuer einnehmen. Ansonsten gehen wir zu stark, zu schnell in die Knie. Der will Corner shooten, kann er gerne machen, ohne mich. Der hat drüben den Fury genommen, weil der Fury hat auch massiv an Lebenspunkten, an Energie gewonnen. Ist also jetzt auch eine größere Kampfmaschine. Und läuft auch schneller. So, ich glaube, das dürfte es fast gewesen sein. Ja. Das war's. War doch ein ganz netter Kampf jetzt. Ihr habt gesehen, die Dragoon macht ein bisschen mehr Schaden. Vor allem, wenn man bedenkt, es ist ja alles Level 8 hier. Und der Bulwark kann echt mehr einstecken. Das heißt, man kann ihn auch mal im Nahkampf gebrauchen. Habt ihr gesehen, der schwere Bulwark mit dem Exodus, gegen den konnte ich auch bestehen. Ja, schaut auch ganz gut aus. Noch kurz auf die Teamside. Und ja. Meisten Punkte, meisten Leuchtfeuer, passt. Dann auf in den zweiten Kampf. Und das ist jetzt der zweite Kampf. Ein Beacon Rush in Dead City. Da passt das natürlich mit den Falcons ganz gut. Ich nehme mal den Schlagkräftigen rein. Erstmal das Home Beacon sichern, bevor es meine Mitspieler, meine Randoms wieder mal vergessen. Und dann mal schauen, ob ich die Mitte holen kann. In dieser Kombination. Ja, das sind welche, die die Chimäre ausprobieren wollen. Auch spannend. Dann versuche ich mich mal hier an dem Leuchtfeuer. Dann hier kann er spawnt. Ja, da ist einer gespawnt. Das ist eine sehr spannende Variante. Wenn der sich nicht eingemischt hätte, hätte ich sogar gewonnen. Aber da musste sich einer in Spectre mit Vortex wieder einmischen. Wie gesagt, die ist auch stärker geworden. Aber mein Einsatz war nicht umsonst, weil sich zwei um mich gekümmert haben, konnte ich mich um die. Konnten sich meine Teamkameraden um die Mitte kümmern.
mal, das hat gut geklappt. Kann man nicht gut kaputt machen. Jetzt bin ich eingefroren, das ist ganz schlecht, weil gleich wird eine Vortex angegriffen kommen. Ja, das war eine Doppelladung. Das war natürlich. Aber die verbunkern sich da auch an einem einzigen Leuchtfeuer. Und keiner macht wirklich was. Okay. Nein, das mittlere bleibt unseres. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich irgendwie darum bemüht. Die anderen, naja, wir sind nicht mehr besonders viele. Entweder rausgegangen oder eingefroren. Insofern gibt es nicht mehr viel zu holen für mich. Der Einzige, der hier noch irgendwo großartig mitkämpft. Okay, auch jetzt, aber jetzt muss ich das Feld räumen für den Gegner in der Mitte, denn ich habe jetzt nur noch den Wayland drin. Den kann ich an der Stelle nicht mehr machen. Ich habe mein Bestes getan, um die Mitte zu verteidigen, aber wenn man so gar keine Unterstützung bekommt von den eigenen Leuten, ist das natürlich sehr traurig. Baue ich mal ein bisschen auf, dann habe ich ein bisschen mehr Höhe. Okay, das ist ein Bulgasari da vorne. Mal schauen, wann ich seinen Schild durchschlagen habe. Da ist ein Bulgasari mit drei Pulsuren. Drei Pulsars, entschuldigt. Es macht einfach keinen Sinn. Beak Rush zu viert ist einfach eine ziemlich traurige Angelegenheit. So, den haben wir noch aus der Luft geholt. Ein bisschen den Halbburner da versenkt. Mit dem Flachser zusammen da. Kann man noch kaputt machen. Da ist einer, der den Fujin genommen. Das liegt daran, der Fujin hat ein wesentlich stärkeres Schild bekommen. Der hatte ja schon ein ziemlich starkes Energieschild. Aber jetzt ist das Ding halt wirklich, wirklich, wirklich stark. Kümmern. Ja, das dürfte jetzt auch gleich für mich gewesen sein, jetzt kriege ich mehrere Luftangriffe auf einmal. Ja, der Kampf ging natürlich jetzt nicht so gut für uns aus, aber wenn ich der Einzige bin, der das mittlere Leuchtfeuer verteidigt und dann zugleich noch zwei Leute quitten oder keine Ahnung, was da passiert ist, dann geht man halt unter. Ganz klar. Okay, aber ihr habt schon mal das gesehen, worum es heute gehen sollte. Änderungen an Waffen, Änderungen an Bots. Ich denke, teilweise waren sie sehr offensichtlich, teilweise schwieriger zu sehen, weil sich da nicht um ganz so viele
Schadenspunkte für Waffen oder Lebenspunkte für Bots handelte. Aber ich habe schon die deutlichsten genommen. Also für alle, die sich Sorgen machen, dass es extrem sein würde, wird es wohl eher nicht werden. Klar, bekommen einige Waffen ein Upgrade, andere ein Downgrade, aber in Summe denke ich, wird sich das noch in Maßen halten. Vor allem, es ist ja ein erster Entwurf. Die massivste Änderung, wie gesagt, wird der Falcon erfahren, weil er einfach zwei höherwertige Waffenplätze bekommen wird. Und dementsprechend könnte er durchaus mehr Schaden machen oder vermehrt dann auf dem Schlachtfeld auftreten, weil momentan sieht man den ja eher selten. Ja, zum Kampf. Ihr seht, ich habe zwar nicht die meisten Leuchtfeuer erobert, dafür habe ich auch das eine dauerhaft verteidigt, bin dann trotzdem noch auf fast 1 Million Schaden gekommen. Und dank dem Falcon schätze ich mal. Ja. Und das soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Wie gesagt, schaut bitte in den Link, den ich unten in meiner Beschreibung poste. Dort werdet ihr dieses Dokument finden und könnt euch die Zahlen selbst rauslesen. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und habt viel Spaß. Ciao.